Es brodelt, es dampft, es zischt und dabei wird Bitumen freigesetzt. Wie gefährlich diese Dämpfe sind, darüber streiten Forscher und Interessenverbände schon lange. Die Aussicht, dass ab nächstem Frühjahr deutlich niedrigere Grenzwerte gelten könnten, lassen nun bei der Bauwirtschaft die Alarmglocken schrillen. 8 bis 12 Milligramm pro Kubikmeter Bitumen würden bislang in Deutschland bei Asphaltstraßenarbeiten freigesetzt, schreiben zwei Branchenverbände in einem offenen Brief an die Bundesregierung. Wenn jetzt der Arbeitsplatzgrenzwert von 1,5 Milligramm pro Kubikmeter beschlossen wird, müssten wir fast den gesamten Straßenbau einstellen. Die Verbände fordern stattdessen eine Übergangsfrist von 8 Jahren. Bis dahin könne man die Asphaltmaschinen mit einer Absaugeinrichtung für die Dämpfe umrüsten oder gleich neue Maschinen anschaffen. Kosten 500.000 Euro pro Stück. Die Gewerkschaft dagegen drückt aufs Tempo. Es gehe schließlich um die Gesundheit der Arbeiter. Die Diskussion sei auch nicht vom Himmel gefallen, sondern man diskutiere das schon länger. Wenn die Wirtschaft sagt, sie kriegten das nicht so schnell hin, dann mache ich mir langsam Sorgen um die Leistungsfähigkeit der deutschen Industrie, so Dietmar Schäfers von der IG Bau. Etwa 800.000 Kilometer Straße gibt es in Deutschland, viele davon jetzt schon in einem holprigen Zustand. Wenn sich Arbeitgeber, Bundesregierung und Gewerkschaft nicht einigen, wird es wohl nicht besser.